Ich bin krank. Hallo, mein Name ist Tom und eigentlich programmiere ich ein Spiel. Also wenn ich nicht gerade krank bin und mein Gehirn keine richtige Leistung aufbringen kann. Du hast ja sicherlich schon letzte Woche gemerkt, dass da kein Video kam. Das lag daran, dass ich keine Lust und Motivation hatte. Wie sich dann herausstellte, verwandelte sich das in eine Erkältung, die gerade im Inbegriff ist, mich zu vereinnehmen. Boah. So leisten aus meinem Kopf kommt irgendwie nur noch Schmodder und ich wollte auch programmieren und konnte aber in einer halben Stunde schon nicht mehr weitermachen, weil es einfach überhaupt nicht mehr in mein Gehirn ging. Und deshalb brauche ich jetzt sozusagen eine kleine Krankheitspause. Da ich jetzt ja nächsten Mittwoch nichts veröffentlichen möchte, weil ich mich erholen will, würde ich euch ans Herz legen, schaut doch mal bei meinem anderen Kanal Sandama TV vorbei, den ich zusammen mit Olli, also Lassmix, habe. Dort haben wir für den gesamten Monat die Pokémon-Staffel vorproduziert und die kommt dreimal in der Woche. Und vielleicht habt ihr ja auch mit ein bisschen Pokémon-Idiotie Spaß. Flurmel ist das absolut beste Pokémon, verstanden? Flurmeln, das klingt wie Flüstern und Murmeln, so, naja, Flurmeln halt. Und wenn es sich erschreckt, dann fängt es volle Sau an zu schreien und dann erschreckt es sich noch mehr und schreit noch mehr. Das Teil ist so laut wie ein verfickter Düsenjet! Flurmel! Flurmel hört aber Gott sei Dank auf zu schreien, wenn man ihm die Ohren zuhält. Und deshalb ist Flurmel das absolut beste Pokémon. Ich bin von der Kanto-Universität. Und wo ich schon mal dabei bin, kann ich ja jetzt auch die Gewinnspielauflösung von meinem 1000 Abonnenten Gewinnspiel auflösen. Wow. Vielleicht erinnerst du dich noch, es ging ja darum, diese wunderbare, von mir handbestickte Mütze zu gewinnen. Und es gibt jetzt auch einen Gewinner, der gewonnen hat bei dem Gewinnspiel. Ja, und zwar hat gewonnen der unglaubliche Fan von mir und Sandama TV, Justin V. Er hat mir nämlich extremerweise drei, ich habe jetzt nur zwei gerade schnell gefunden, drei DS-Spiele geschenkt. Das ist dolle, weil eins davon ist Pokémon Mystery Dungeon, das ist schon ziemlich krass. Eigentlich müsste man jetzt ja sagen, ich gebe ihm die zurück, aber ich sage da ganz klar, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Und deshalb hast du, Justin, diese Mütze gewonnen. Und weil ich gesagt habe, wenn du aus Berlin kommst, dann überreiche ich dir die persönlich. Können wir, also in zwei Wochen, wenn ich wieder mal gesund bin, uns treffen und dann gebe ich dir die. Und dann verbringen wir einen wunderschönen Nachmittag bei McDonald's und Burger King und Pizza Hut. Und vielleicht gehen wir auch Bubble Tea trinken und ins Kino. Vielleicht kommt Olli mit. Und vielleicht gehen wir zu ein paar Nutten und machen die voll und kaufen Koks und so. Weiterhin habe ich ja gesagt, dass man unter das 1000 Abonnenten-Special kommentieren kann, wie man auf mich aufmerksam geworden ist. Und da konnte man diesen Ryu gewinnen. Und der Gewinner, den seht ihr unten eingeblendet. Und das ist eine Zufallslosung gewesen, da ich ja niemanden bevorzugen wollte, weil es ist ja egal, ob man mich langweilig oder spektakulär entdeckt hatte. Genau, ich schreibe dich an und dann ist gut. Dann sagst du mir, wie deine Adresse heißen tut. Und dann schicke ich das zu deiner Adresse hin. So habe ich mir das vorgestellt. Ich würde sagen, ich wünsche euch eine zweiwöchige schöne Erholung von mir und wir sehen uns dann hoffentlich in alter Frische wieder. Wenn ihr coole Ideen und Themen für Folgen habt, dann schreibt die doch einfach in die Kommentare und immer wenn ich der Meinung bin, ich krieg das gebacken, weil ich kann ja ohne alles, ich muss mir auch vieles erst anlesen und selber ausprobieren, dann mache ich darüber gerne eine Folge. Und wollte ich dir noch irgendwas sagen? Ich glaub nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Boah, so, jetzt ist aber auch wieder aus. Jetzt geht das nicht mehr.